Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir feiern Gottesdienst zum Sonntag ex Audi. Ex Audi, erhöre mich, Herr, erhöre mich, wenn ich nach dir rufe. Diese Psalmworte haben dem Sonntag den Namen gegeben. Wir haben Himmelfahrt gefeiert. Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Jesus, der nicht mehr greifbar für uns ist. Und wir warten auf Pfingsten. Wir warten auf Gottes Geist, der uns tröstet, der uns glauben lässt. In dieser Spannung, in dieser Spanne des Alleinseins, rufen wir Gott um Hilfe. Herr, höre mich, wenn ich rufe. Du bist heilig, du bringst Heil, bist die Fülle wie ein Teil der Geschichte, die du webst. Gott, wir danken dir, du lebst mitten unter uns im Geist, der Lebendigkeit verheißt. Kommst zu uns in Brot und Wein, schenkst uns deine Liebe ein. Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig. Alle Welt schaue auf dich, Halleluja, Halleluja. Psalms. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang. Zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einem Felsen. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht. Denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt, und harre des Herrn. Ihr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang.
Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Hier bin ich, Gott. Hier sind wir. Sei du auch nah. Komm zu uns und hör uns, unser Bitten, unser Danken, unser Klagen. Das bitten wir dich durch unseren Bruder und deinen Sohn Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hört die Lesung aus dem Buch des Propheten Jeremia im 31. Kapitel. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will. Nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Halleluja. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes, empfangen und werdet meine Zeugen sein empfangen. Hört das Evangelium für den heutigen Sonntag. Es steht bei Johannes im 16. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Jetzt gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich: Wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Ich aber sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen.
Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum sage ich euch, er nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkündigen. Amen. Heiliger Geist, du Tröster mein, hoch vom Himmel uns erschein, mit dem Licht der Gnade dein. Komm, Vater, der Armen hirt, komm mit deinen Gnaden wird, uns erleucht auf dieser Erd. O du selige Gnadensonn, füll das Herz mit Freud und Wonn, alle, die dich rufen an. Und dein Beistand, Hilf und Gunst ist all unser Tun und Kunst, vor Gott ganz und gar umsonst. Lenk uns nach dem Willen dein, wärm die kalten Herzen fein, bring zurecht die irrig sein. Gib dem Glauben Kraft und Zeit, Heil'ger Geist, und komme bald mit den Gaben siebenfalt. Führ uns durch die Lebenszeit, gib im Sterben dein Geleit, hol uns heim zur ewigen Freud. Der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr. Diese Worte des Propheten Jeremia, dieses allererste Wort, siehe, über das stolpere ich am meisten. Denn was können wir denn sehen? Die Welt heute sieht genauso aus wie die Welt vor Ostern. Die Welt ist genauso gut, genauso schlecht. Es weinen Menschen und es lachen Menschen. Es gibt Menschen, die sich Sorgen machen, und Menschen, die voller Optimismus in die Zukunft sehen. Woran also könnten wir es erkennen? Wo sollen wir hinsehen? Dieses Siehe am Anfang, es ist verbunden mit mehreren Wiederholungen, so spricht der Herr. Jeremia, der immer wieder betont, dass er Worte Gottes weitersagt. Das Sehen und das Hören gehört also zusammen. Wir sehen nur das, von dem wir wissen, was uns jemand gesagt hat. Nur dann können wir beides zusammenbringen. Nehmen wir einen großen Baum. Wer von Gott nichts weiß, der sagt, seht doch mal, wie groß dieser Baum ist. Das schafft die Welt ganz alleine. Und wer von Gott weiß, der sagt, seht, wie groß der Schöpfer Gott ist, dass er solche tollen Wunderwerke wie diese Bäume schaffen kann. Das, was wir sehen und das, was wir hören, muss zusammenkommen. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich einen neuen Bund mit euch schließen. Nicht wie der Bund, der gewesen ist. Der Bund, der gewesen ist, der Bund mit Noah zum Beispiel, ein Zeichen, der Regenbogen in den Wolken zu sehen, hin und wieder einmal. Der Bund, bei dem die 10 Gebote überreicht werden, in Stein gemeißelte Gesetze, aber die Menschen haben sie schon übertreten, bevor sie überhaupt fertig geschrieben waren.
Gebote, Gesetze in Stein gemeißelt, die verleiten dazu, dass man sich zurücklehnt und sagt, ich habe doch alles richtig gemacht, ich habe doch das Gesetz gehalten, jeden einzelnen Buchstaben. Und trotzdem war man lieblos. Trotzdem hat man nicht darauf geachtet, was den Menschen, was der Schöpfung, was Gott gut tut. Gesetze in Stein gemeißelt sind lieblos und hart. Darum schreibt uns Gott einen neuen Bund in unsere Herzen. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Dies sind die beiden höchsten Gebote, untrennbar voneinander. Sie werden uns ins Herz geschrieben. Und wenn wir das Gebot im Herzen haben, dann haben wir eine Richtschnur. Die Richtschnur ist die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen. Und wenn die Liebe unsere Richtschnur ist, dann werden wir uns niemals selbstgerecht zurücklehnen können und sagen, ich habe recht, ich habe alles gut gemacht, ist doch egal, wie es den anderen geht. Wer die Liebe zur Richtschnur macht, der weiß um eigenes Scheitern, um eigenes Versagen und er hofft auch darauf, selber in Liebe angenommen zu werden. So schreibt es der Apostel Paulus, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. O Heiliger Geist, o Heiliger Gott, du Tröster wert in aller Not, du bist gesandt von Himmelsthron, von Gott dem Vater und dem Sohn. O Heiliger Geist, o Heiliger Gott. O Heiliger Geist, o Heiliger Gott, gib uns die Liebe zu deinem Wort. Zünd an in uns der Liebe Flamm, danach zu lieben allesamt. O Heiliger Geist, o Heiliger Gott. O Heiliger Geist, o Heiliger Gott, mehr unseren Glauben fort. An Christus niemand glauben kann, es sei denn durch dein Hilf getan. O Heiliger Geist, o Heiliger Gott. O Heiliger Geist, o Heiliger Gott, erleucht uns durch dein göttlich Wort, lehr uns den Vater kennen schon, dazu auch seinen lieben Sohn. O Heiliger Geist, o Heiliger Gott. O Heiliger Geist, o Heiliger Gott, verlass uns nicht in Not und Tod. Wir sagen dir Lob, Ehr und Dank, allzeit und unser Leben lang. O Heiliger Geist, o Heiliger Gott. Lasst uns beten und Fürbitte halten und das vor Gott bringen, was uns bewegt und beschäftigt in diesen Tagen. Herr unser Gott, wir leben in der Welt, die du geschaffen hast. Wir leben miteinander. Wir bitten dich,
Hilf du uns, die Schöpfung zu bewahren, aus der wir leben, in der wir leben. Hilf du uns, dass wir in Frieden auf deiner Welt leben. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie dich leiten zu deiner Wahrheit, dass ich dir leite zu deiner Wohnung. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Gott, wir beten für deine weltweite Kirche. Schenk deinen Geist immer wieder, den Tröster in diesen Tagen, dass dein Wort lauter verkündet wird, dass nur du Mittelpunkt und Inhalt aller Verkündigung bist, dass deine Liebe immer wieder durchscheint durch unsere Worte und dass du uns erfüllst mit deinem ganzen Geist. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deiner Wahrheit, dass ich dir leite zu deiner Wohnung. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Wir bitten dich, Gott, für die Traurigen, für die Ängstlichen, für die Mutlosen. Sende ihnen deinen Geist, damit sie getröstet werden, damit sie Mut bekommen, damit sie Sicherheit finden in dir. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deiner Wahrheit, dass ich dir leite zu deiner alles Weitere, was wir auf dem Herzen haben und was nur für deine Ohren bestimmt ist, das nehmen wir mit hinein in die Worte deines Gebets, das die ganze Welt umspannt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass mich dein sein und bleiben, du treuer Gott und Herr. Von dir lass mich nichts treiben, halt mich bei deiner Lehr. Herr, lass mich nur nicht wanken, gib mir Beständigkeit. Dafür will ich dir danken in alle Ewigkeit. Und so gehet hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, er schenke dir Frieden. Amen.